Minkopta unterstützt die M4Lifetone-Challenge dabei, eine Machbarkeitsstudie über den Transport von Blutproben per Drohne durchzuführen. In diesem Projekt arbeiten wir als Team der Klinik für Anästhesiologie mit den Kollegen aus dem Institut für Transfusionsmedizin an der UMG, mit dem Projektpartner der DRF Luftrettung und anderen Partnern hier vor Ort zusammen. Für uns sind die wichtigsten Anwendungsfälle von Drohnen in der Medizin die Anwendungsfälle mit absoluter Notfallindikation. Das sind beispielsweise die Versendung von automatisch externen Defibrillatoren, also Geräte für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Stillständen, oder aber auch der Transport von Notfallblutproben und perspektivisch Blutprodukten. Dafür müssen wir schauen, bleibt das Blut stabil, damit wir beispielsweise zwischen Krankenhäusern, aber zukünftig auch an die Unfallstelle Blut und Blutprodukte schneller bringen können. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit und von unserem Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Der Minkopter ist hierfür bestens geeignet, da wir bei Start und Landung so gut wie keine Infrastruktur benötigen. Durch unseren patentierten Tiltrotormechanismus ist er in der Lage, weite Distanzen schnell und effizient bei Wind und Wetter zurückzulegen.